Was ist da los? Hey Leute, was geht? Guck mal nach da hinten, ich werde beobachtet. Kuba, komm! Komm! Hat keinen Bock zu arbeiten heute. Der Kuba. Ja komm, wir wollen los, komm. Boah. Falsches Auto, ey, wie konnte mir das denn passieren? Das sieht schon besser aus. Morgen! Hallo! Gerodet ist das von dir? Nein. Was? Das ist von Robin. Das ist Handcreme. Mhm. Guck mal, da ist ein Einhorn drauf. Das ist ja nur ein Einhorn drauf. Ich habe keine Handcreme. So, das ist schön. Was steht da drauf, Steffi? Auf der Einhorn-Handcreme? Ja. Cherry Magic. Da steht Cherry Magic drauf. Ja, ja. Und du fragst, ob die mir gehört. 4 bis 6 Wochen später. So, Feierabend. Bin zu Hause. Habe jetzt aber noch nicht ganz Feierabend. Ich muss jetzt Drehbücher lesen und mich ein bisschen vorbereiten. Das ist halt oft so, dass man eigentlich nach Feierabend eben noch Arbeit zu Hause hat und sich dann noch auf den nächsten Drehtag vorbereiten muss. Und je nachdem, wie viel man dreht, kann das dann schon echt anstrengend sein. Wenn du jetzt so Tage hast, wo du jeden Tag von morgens bis abends drehst und keine Pausen hast, dann kommst du halt abends so um 8 nach Hause und musst dann halt eigentlich noch weiterarbeiten. Mich hat gerade der Autohändler angerufen wegen dem Skoda, den ich mir gestern angeguckt habe. Und der Verkäufer hat die Akte durchgeguckt. Dem Verkäufer ist aufgefallen, dass der Wagen einen Unfallschaden hatte, der auch da im Betrieb repariert wurde und alles. Aber ja, dafür ist das Auto zu teuer. Ich habe auch keinen Bock, irgendwie so viel Geld auszugeben. Und das Auto hat einen Unfallschaden. Da habe ich irgendwie, nee, habe ich keinen Bock drauf. Selbst wenn er mir im Preis jetzt entgegenkommt, nee. Weil irgendwann will ich das Auto verkaufen und muss den Schaden angeben. Und ach nee, ich will irgendwie, nee. Ja, voll schade. Ich gucke jetzt weiter. Ich gucke weiter. Nee. Wieder hoch. Das ist so, wenn du Feierabend hast, heißt das nicht, dass du Feierabend hast. So ist ganz oft so, dass man dann eben noch eine Menge Arbeit zu Hause hat. Texte vorbereiten, Szenen durchlesen, Drehbücher durchlesen. Ja, die Tage, eben den nächsten Drehtag eben vorbereiten. Und an manchen Tagen geht das ganz gut. Da kann ich das während der Arbeit schon machen, weil ich ein paar Pausen zwischendurch habe. Da kann ich gut vorarbeiten, aber an manchen Tagen geht das nicht. Und dann bleibt einem eben nichts anderes übrig, als nach der Arbeit weiterzuarbeiten. Das ist so manchmal. Ist aber nicht schlimm. Was ist hier los? Nee, gerade ist schlecht, Kuba. Hi, grüß dich. Kuba, ich muss hier noch so ein paar Sachen machen, okay? Und wenn ich das erledigt habe, da ja. Wenn ich das erledigt habe, dann gehen wir raus, okay? Ist okay? Oder okay? Oh, Schatz. Boah, der bohrt sich einen weg da oben. Auch gar nicht aufdringlich, Kuba. Auch überhaupt nicht aufdringlich, Kollege. Da ist er wieder. Was ist da los? So, ich habe meinen Kram erledigt. Und draußen ist immer noch super geiles Wetter und ich gehe jetzt erstmal eine Runde joggen und nimm den Kubi mit, ne? Ne, Kuba! Geh mir jetzt raus! Ja, hi! Ja, ja, ja! Ne, Kuba! Ha? Wir gehen jetzt eine Runde raus! Wir gehen jetzt raus! Wir gehen jetzt raus! Hey, ja, 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 ja.
Er freut sich des Todes. Das Wetter ist einfach der Oberwahnsinn. So, ich bin wieder fresh. Duschen nach dem Laufen gehen, allerbeste. Ja, ich sag tschüss an der Stelle. Bis morgen, ciao.